Ja, moin Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, und heute ist es mal wieder soweit für das Monatsupdate und zwar vom Monat November. Ja, genau, wir haben jetzt schon Dezember, die Weihnachtszeit fängt an und ja, es wird ein teurer Monat werden, der Dezember, das kann ich jetzt schon mal sagen. Die The Walking Dead Box kommt endlich raus. Ja, die ist natürlich vorbestellt, weil ich riesengroßer Fan davon bin. Und ja, da freue ich mich schon extrem drauf, muss ich ganz klar sagen. Aber es geht erstmal um die Käufe vom Monat November. Und da habe ich tatsächlich auch gerade durch den Black Friday ziemlich zugeschlagen, muss ich ganz klar sagen. Das war mehr, als ich eigentlich ja, kaufen wollte. Und so ist es, glaube ich, auch immer bei mir. Aber naja, seht selbst. Ich fange ja mal an, weil es ist wirklich noch einiges geworden, was ich mir da hier zugelegt habe. Ja, dann kam ja, Anfang des Monats das erste Mediabook an, und zwar hier aus dem Hause Wicked Vision. Und bei Wicked Vision bleiben wir jetzt auch noch bei den nächsten beiden Sachen, die ich euch zeige. Und zwar habe ich mir hier geholt Rawhead Rex. Ja, das ist hier so ein Trash Horrorfilm, so aus den 80ern mit ein bisschen Komödienaspekt. Der Film ist schon echt speziell. Also Rawhead Rex, das war jetzt hier wirklich ein Film, wo ich sagen muss, der ist ganz okay. Also so richtig geil ist der nicht. Was aber richtig geil ist, ist hier die 4K-Auswertung von Wicked Vision. Also wirklich, das Bild ist der Wahnsinn. Der Ton ist auch richtig gut. Also wirklich, für Leute, die Bock auf sowas haben, ist das gut. Bei mir bleibt es auf jeden Fall auch in der Sammlung, auch wenn ich den Film nur so Mittelmaß finde. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn ich Bock auf Trash habe, dann werfe ich den hier, Rawhead Rex, bestimmt auch nochmal rein. Ja, dann kam nämlich auch noch im gleichen Atemzug, so gesehen, weil ich hatte das Ganze dann unter eine Bestellung gepackt, kam dann noch ein weiteres Mediabook, weil nämlich Wicked Vision auch einen Sale hatte im eigenen Shop, habe ich mir mal hier, glaube ich, für knappe 16 Euro das Mediabook von Der Mann, der lacht mitgenommen. Ja, und zwar Der Mann, der lacht ist ein Stummfilm aus dem Jahr 1928, bin ich mir gerade nicht sicher. Ich glaube 1928 war es. Ja, der hier die Geschichte erzählt von, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Ist halt ein Stummfilm, da wird der Name jetzt nicht so oft genannt. Ja, auf jeden Fall von einem Jungen, sage ich mal, der so ein bisschen massakriert wird im Gesicht und der dann halt durchgehend einfach nur noch ein Grinsen auf dem Gesicht hat und ja, da entpuppt sich dann, sage ich mal, so eine Geschichte im 17. Jahrhundert, und ich fand den Film eigentlich wirklich ganz gut. Also klar, ein Stummfilm haut dich jetzt heutzutage nicht mehr auf, vom Hocker, aber ich muss auch sagen, Der Mann, der lacht, der hat irgendwie was und bleibt halt auch erstmal in der Sammlung. Wobei ich mittlerweile halt auch wirklich bessere Stummfilme gesehen habe, das muss ich auch ganz klar sagen. Dennoch ist dieser Film hier wirklich auch gerade für das deutsche Kino zu der Zeit, also wirklich ein richtig wichtiger Film gewesen, ne? Das steht nämlich alles auch hier im Mediabook drin, was ich mir dann natürlich durchgelesen habe. Ja, dann kam noch von Wicked Vision an der Film, ja, den ich dachte, dass es diesen Film nur im Mediabook gibt. Und dann habe ich gesehen, warte mal, hier im Sale ist eine Blu-ray im Sale von diesem Film, wo ich dachte, den gibt es nur teuer im Mediabook. Und nee, es gibt den Film Necronomicon auch auf Blu-ray. Ja, hier in diesen Scanavo-Cases. Wusste ich nicht. Ich dachte, den gibt es wirklich nur im Mediabook. Und dann habe ich gesehen, hier ist irgendwie für, glaube ich, 11 Euro im Angebot. Ja, nehme ich sofort mit. Das war ein kompletter No-Brainer. Da habe ich gar nicht überlegt, sondern habe einfach direkt zugeschlagen. Weil bei Wicked Vision ist sowieso alles uncut. Da brauchst du nicht erst gucken, ist der Film denn uncut und so. Ja, absolutes, sagen wir mal, Buddy-Horror. Splatterfest, drei Kurzgeschichten hier in diesem Film, auf H.P. Lovecrafts Geschichten, ja, davon inspiriert. Und ich muss sagen, irgendwie hat das Ganze was, gerade durch die Effekte. Von den Charakteren her, von den Stories her, ist das Ganze okay. So, kannst du dir angucken, ist jetzt nichts so Tolles. Aber ich finde halt, dass Necronomicon gerade, wirklich durch die Effekte, die absolut praktisch durchgehend sind und absolut heftig teilweise auch sind, kann er echt überzeugen. Also Necronomicon fand ich wirklich großartig. Zumindest von den Effekten her. Ja, dann kam bei mir noch der, ja, um jetzt von Wicked Vision wegzugehen, kam bei mir noch der neueste DC-Streifen an auf Blu-ray. Ja, die DC-Sammlung verfolge ich auch weiter. Ich finde, dass DC, sage ich mal, aktuell auch immer noch interessantere Filme macht als Marvel, weil
Disney und Marvel, ne, da bin ich mittlerweile weg von. Hier, Blue Beetle kam an, hier auf ganz normaler Blu-ray. Wie gesagt, ich sammle das Ganze ganz gerne noch weiter. Als nächstes ist ja dann Aquaman 2 dran. Werde ich jetzt auch nicht ins Kino gehen, aber da werde ich mir auf jeden Fall dann auch die Blu-ray bestellen. Und Blue Beetle war auf jeden Fall in Ordnung. Ist jetzt nicht einer der besten, ist jetzt aber auch nicht schlecht. Also kann man sich ganz gut angucken. Ja, dasselbe kann man dann auch von diesem Film hier sagen, und zwar Elvis. Den habe ich mir nämlich beim, war jetzt nicht Amazon Prime Day, sondern genau, Black Friday war ja. Da habe ich mir diesen Film hier mitgenommen, Elvis, und ich finde, dass der Film besser hätte sein können, als er jetzt im Endeffekt ist. Ich finde zwar, dass hier Austin Butler hieß er genau, der spielt die Sache, also die Rolle als Elvis richtig gut, aber es geht zu viel um Tom Hanks als Manager, und das ist halt der große Kritikpunkt, den halt auch viele daran haben, und das stimmt schon. Es ist zwar noch Elvis' Film so gesehen und nicht der des Managers, aber ja, es hätte sich mehr auf die Musik konzentrieren müssen, weil Elvis ist so ein grandioser Künstler, für mich persönlich auch einer der besten Sänger aller Zeiten natürlich, auch wenn ich damit, ja, den niemals miterlebt habe damals, aber ich kenne halt trotzdem sehr vieles seiner Musik, und deshalb war dieser Film ja auch mal Pflicht für mich. Ist in Ordnung, der Film auf jeden Fall. Hat ein paar Momente, die sind wirklich sehr schön, aber im Gesamten hätte der wirklich besser sein können. Ja, dasselbe kann ich dann tatsächlich auch sagen von folgendem, den ich auch beim Black Friday gekauft hatte, und zwar Bram Stokers Dracula. Da werden jetzt viele sagen, was, wie kannst du denn da dasselbe sagen? Der Film ist doch perfekt. Nee, finde ich jetzt nicht so. Also ich finde, dieser Film hat wirklich einen coolen Flair, also einen coolen Fantasy-Flair. Das ist auch richtig cool gemacht mit dieser alten Zeit von, wo spielt er? Ich sehe es hier gerade nicht. Im 19. Jahrhundert steht ja auf jeden Fall. Also, keine Ahnung, 1880 oder so spielt er. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Auf jeden Fall hier Bram Stokers Dracula, da finde ich schon, dass der Film natürlich eine gewisse Qualität hat. Der war auch cool, aber ich finde, der hat sich doch echt gezogen. Also ja, das kann ich nämlich von einem anderen Film, der die gleiche Thematik hat und ja, das Original von Bram Stokers Dracula so gesehen ist, und zwar Nosferatu, da kann ich das nicht sagen. Ich habe mir erst Bram Stokers Dracula angeguckt und wollte diesen Film mal nachholen, weil ich den noch nicht kannte. Nosferatu habe ich irgendwann mal gesehen, damals auch zu Schulzeiten, also wirklich schon länger her. Und ich wollte diesen Film einfach nochmal rewatchen, weil ich, wie gesagt, nichts mehr auf dem Schirm hatte, wie dieser Film überhaupt war. Und ich muss sagen, das ist der beste Stummfilm, den ich jemals gesehen habe. Wirklich. Der ist immer noch sowas von cool. Von 1922 ist der. Der ist über 100 Jahre alt, dieser Film. Und ich finde, dass Nosferatu einfach immer noch so eine Atmosphäre hat, die hast du einfach teilweise in heutigen Horrorfilmen nicht. Weil ja, da setzen die heutigen Filme natürlich ganz anders, irgendwo anders Wert drauf. Aber dieser Film war einfach wirklich nur dafür da, um damals die Leute zu schocken und einfach diese Geschichte um diesen, wie hieß er hier, Graf Orlok, genau, zu erzählen. Und ja, demnach, meines Erachtens nach, auf jeden Fall auch einer der besten Vampirfilme aller Zeiten. Vielleicht könnte ich da auch mal eine Top 5 Ranking-Reihe dazu machen, zum Beispiel Top 5 Vampirfilme, wäre doch auch mal was Cooles. Da würde dieser Film hier auf jeden Fall vertreten sein. Also ich finde, Nosferatu ist immer noch absolut großartig. Und das 100 Jahre später. Also ich habe da wirklich wenig zu bemängeln, muss ich ganz klar sagen. Ja, dann kommen wir mal eben ganz kurz weg vom Black Friday, wo ich mir ja noch einiges mehr geholt habe. Und zwar zu einem Mediabook, was ich dann günstig mal in einer Facebook-Gruppe erstanden habe. Und zwar ein Mediabook, wo ich nicht immer hinterher war, aber ich wusste halt, dass es existiert, und ich dachte mir, vielleicht ist dieser Film ja cool. Dann hat mich der gute Dave von Dave's Movie Place, Grüße gehen natürlich an der Stelle nochmal raus, hat mich darauf hingewiesen, dass Let Us Pray, ja, dieser Film hier mit Liam Cunningham ist. Und Liam Cunningham sollte den meisten ein Begriff sein, die Game of Thrones gesehen haben. Da spielt er nämlich den guten alten Sir Davos Seebert. Und Liam Cunningham spielt natürlich auch mit in Dog Soldiers als, ja, Antagonist, kann man schon sagen. Und dann spielt hier nicht nur Liam Cunningham mit, sondern halt ja auch diese, wie heißt sie? Pollyanna McIntosh. Ja, komischer Name, aber so heißt sie. Und das ist die gute alte Schrottfrau aus The Walking Dead. Ja, die spielt hier auch mit. Und da dachte ich mir,
es ist wirklich ein richtig geiler Cast hier und ich habe mir den Film mal angeguckt und muss sagen, geile Scheiße. Also wirklich ein geiler Film. Ist tatsächlich auch noch indiziert in der Uncut-Fassung und ja, ob das zu Recht ist, weiß ich jetzt nicht heutzutage. Ich finde, man kann den auch ab 18 Jahren freimachen, auf jeden Fall. Aber der hat schon teilweise deftige Gewalt, der macht Spaß. Liam Cunningham da wirklich so als mystischer Charakter, war schon cool. Also Let Us Pray hat mir wirklich ziemlich gut gefallen. Ja, dann machen wir hier mal an der Stelle weiter und zwar, ja, Black Friday, würde ich sagen. Obwohl, nee, kommen wir noch nicht zum Black Friday, sondern kommen wir noch zu einer Vorbestellung, die ich gemacht habe im Play on Pictures Shop. Und zwar, ja, Play on Pictures hat mich persönlich als riesen Mel Gibson Filmfan, wollte ich sagen, sehr glücklich gemacht. Einfach aus dem Grund, erstmals auf Blu-ray Maverick. Hier dieser Film, das ist ein Western aus den Anfang 90ern, glaube ich, ne? 1994, genau. Und den habe ich tatsächlich jetzt noch nicht gesehen, aber die Vorbestellung war natürlich, ja, war natürlich auch wieder so ein No-Brainer. Ich musste unbedingt vorbestellen. Ich habe den damals tatsächlich noch in Polen vorbestellt, als ich im Urlaub war. Und ja, während dieser gleichen Bestellung von Maverick kam dann auch der neueste Mel Gibson-Streifen, New York Confidential, dazu und ich muss sagen, ist einer der neueren Streifen, ist einer so dieser 0815 Action-Thriller-Streifen, aber ich muss doch sagen, einer der besseren. Also man kann sich den auf jeden Fall ganz gut angucken, hier New York Confidential wertet die Mel Gibson-Sammlung auf jeden Fall ein bisschen auf, aber das Highlight ist dann hier wahrscheinlich an der Stelle doch Maverick, wo ich mir dann noch meine Zeit dazu nehmen werde, den Film gucken werde, Bonusmaterial gucken werde und natürlich auch das Booklet lesen werde. Ja, wie gesagt, echt cool, hier beide Mel Gibson-Filme jetzt hier auch noch zu haben. Genau, dann machen wir wirklich mal weiter jetzt mit dem Black Friday. Also, was hier jetzt noch kam, das ist wirklich wieder so ein Überfluss an Blu-rays, ey, ist unfassbar, ne? Ja, wo wir gerade schon bei Mel Gibson waren, habe ich mir dann halt auch noch den Film Dangerous mitgenommen. Der war, glaube ich, zum ersten Mal unter 10 Euro zu bekommen beim Black Friday. Habe ich, glaube ich, für 8 Euro mitgenommen. Dann dachte ich mir, hier nehme ich mir mit. Ist jetzt kein richtiger Mel Gibson-Film, weil ja Scott Eastwood spielt halt die Hauptrolle. Tyrese Gibson spielt hier mit, Famke Janssen, ja, und natürlich Mel Gibson. Also wirklich ein cooler Action-Thriller-Film, wo die auf so einer Insel sind und dann von so einer, ja, von so einer gefährlichen Bande angegriffen werden. Und Scott Eastwood rettet alle, so gesehen. An sich ganz cool gemacht auf jeden Fall. Dann kam auch noch an Bandit Catch Him If You Can. Catch Him If You Can, ne? Nicht Catch Me If You Can. Und ja, den habe ich noch nicht gesehen. Den werde ich mir dann die Tage mal anschauen. Geht auch seine knackigen 126 Minuten, also ist jetzt kein 0815 90 Minuten Action-Thriller, sondern der soll halt wirklich was auch auf dem Kasten haben, der Film. Und da bin ich mal sehr gespannt, was, ja, was der dann drauf hat, ne? Soll ja wirklich so einer der besseren Mel Gibson-Filme sein der letzten Jahre, während er immer noch, ja, Lethal Weapon 5 vorbereitet, aber ja, da sollte dann auch mittlerweile langsam mal bisschen mehr Gas gegeben werden, finde ich. Also ich kann es kaum noch abwarten. Ich will Lethal Weapon 5 endlich mal sehen. Ja, dann geht es hier weiter mit zwei, ja, Filmen zu unserem damaligen ja, Führer. musste ich jetzt so sagen. Zwei Filme zu Adolf Hitler. Und zwar einmal hier Er ist wieder da. Ja, der ist auf jeden Fall richtig witzig, ist eine deutsche Komödie tatsächlich und ich mag keine deutschen Filme, nicht wirklich, also es gibt sehr wenige, die ich nur mag. Aber den Film habe ich damals schon gesehen, irgendwann im Stream und den habe ich mir jetzt einfach mal auf Blu-ray geholt. Werde ich jetzt demnächst auch nochmal rewatchen, weil ich habe mich damals wirklich schlapp gelacht bei dem Film. Und dasselbe muss ich halt auch sagen bei diesem Film hier, ein absoluter Klassiker und ja, auch tatsächlich eine Parodie zu Hitler. Der große Diktator mit Charlie Chaplin. Also ich glaube, legendärer geht's kaum. Der bekannteste Charlie Chaplin-Film überhaupt. Und dass der Film damals im Jahr 1940 released wurde, während Hitler noch an der Macht war, hat einfach Charlie Chaplin diesen Mann verarscht. Und das ist entweder extreme Dummheit oder es ist einfach nur extrem mutig. Oder er wusste, dass Hitler Charlie Chaplin nichts anhaben kann, aber
es ist schon gewagt, über diesen Mann damals zu der Zeit eine Parodie zu machen. Charlie Chaplin hat's gemacht und er hat's richtig gut gemacht. Also der Film ist wirklich auch immer noch lustig, auch wenn dieser Film vom Jahr 1940 ist. Wahnsinn. Also richtig cooler Film, habe ich mir, glaube ich, vorgestern erst angeguckt. Kann ich nur empfehlen für Leute, die diesen Klassiker noch nicht kennen. Ja, dann ging es weiter und da habe ich mir dann noch, müsste ich mal eben kurz hier sortieren ein bisschen. Hier bei der 6 für 30 Aktion, da habe ich euch, glaube ich, jetzt hier schon einen Film gezeigt. Genau, hier der große Diktator hier mit Charlie Chaplin, das war auch ein Film der 6 für 30 Aktion. Und da habe ich dann noch 5 weitere natürlich auch mitgenommen. Einmal hier der Film Watership Down, unten am Fluss. Das ist so ein Zeichentrickfilm, den ich, glaube ich, von früher als Kind noch kenne. Ich war mir nicht sicher. Auf jeden Fall soll der Film auch ziemlich heftig sein, was die Story angeht und für Erwachsene sogar ziemlich traurig. Deshalb bin ich hier mal gespannt, was mich hier erwartet. Ich glaube, ich habe den mal als Kind gesehen, wie gesagt, aber mal schauen, ob ich mich dran erinnere. Hier Watership Down. Dann der Film hier mit Samuel L. Jackson, 187 oder 187. Kenne ich auch noch nicht. Habe ich mir jetzt mal mitgenommen, weil ich großes Interesse dran habe. Ich mag Samuel L. Jackson sehr gerne. Ich mag auch diese Thriller sehr, sehr gerne, sage ich mal, die dann halt auch ziemlich real sind. Und da soll 187 natürlich auch zugehören. Das habe ich mal gespannt. Dann gab es hier auch noch einen Film, wo ich sagen muss, das ist noch eine Bildungslücke. Den habe ich noch nicht gesehen. Und da werden sich jetzt einige Vampir- und Horrorfans denken, warte, wie kannst du den noch nicht gesehen haben? Ja, es ist tatsächlich so. The Lost Boys. Hier ein Vampirfilm. Ich glaube mit Kiefer Sutherland, ne, in der Hauptrolle. Ich sehe es gerade gar nicht. Joel Schumacher hat auf jeden Fall Regie geführt. Kiefer Sutherland. Und Corey Feldman spielt ja auch mit. Also gut besetzt. Ist ein Vampirfilm, den werde ich mir dann mal demnächst anschauen. Und vielleicht würde er es ja auch ins Vampir-Ranking schaffen, falls ich dann mal so ein Top-5-Video machen sollte mit den besten Vampirfilmen. Würde der sich vielleicht neben Nosferatu einsiedeln. Schauen wir mal, wie der ist. Ja, und dann tatsächlich auch noch in der 6 für 30 Aktion nochmal 2 Mel Gibson Filme. Also wirklich, die Mel Gibson Sammlung ist in diesem Monat wirklich gewachsen. Und ja, steht noch nicht ganz vor der Vollendung, weil es fehlen noch ein paar Filme, die es tatsächlich auch in Deutschland noch gar nicht gibt. Nicht mal auf DVD. Da gibt es so 2-3 Titel. Muss ich mal schauen, wie ich die bekomme, vielleicht im Ausland. Aber so langsam muss ich sagen, bin ich so bei 90% der Mel Gibson Sammlung und dann habe ich so gut wie jeden Film mit ihm, zumindest da, wo er Hauptrollen gespielt hat und halt auch Nebenrollen. Wenn er, sage ich mal, so einen Cameo-Auftritt hatte, gut, ob ich die Filme dann brauche, weiß ich nicht, aber Haupt- und Nebenrollen habe ich dann so gut wie alle beisammen. Und zwar hier Last Looks habe ich mir gekauft, hier auch mit Charlie Hunnam in der Hauptrolle und natürlich Mel Gibson. Ist, glaube ich, auch so ein Western, ne? Bin ich mir gerade nicht sicher. Habe ich auf jeden Fall noch nicht gesehen. Werde ich mir dann mal anschauen. Dasselbe gilt hier für On the Line. Ja, das ist ein Film, da habe ich jetzt schon wirklich lange drauf gewartet, dass der mal für unter 10 Euro zu bekommen ist. Das war nie der Fall. Und jetzt habe ich den, glaube ich, mitgenommen für 7 Euro. Nicht für 7 Euro, für 5 Euro. Wegen der 6 für 30 Aktion. Was rede ich hier? 7 Euro war hier der... Ich glaube, der war das. Bandit. Hier On the Line, auch in der 6 für 30 Aktion. Wie gesagt, muss ich mir auch noch anschauen. Habe ich noch nicht. Und dann würde ich sagen, sind wir auch durch mit dem Black Friday. Und dann kommen wir jetzt noch zu 2 Filmen, die ich mir dann natürlich auch noch in die Sammlung geholt habe. Einer, der war absoluter Pflichtkauf. Und der andere, den habe ich jetzt hier in der Hand. Und da war ich mit dem Andy vom Kanal Filme for Life in Kontakt und der hat mir empfohlen, guck dir doch auch einfach mal den ersten Giallo an. Und der erste Giallo, den es damals so gab, bin ich mir gerade nicht sicher, ob es der wirklich war, aber ich glaube, der Andi hatte gesagt, schon ist der erste Giallo Blutige Seide. Ja, Blutige Seide. Was das für ein Film jetzt ist, weiß ich nicht. Wie gut dieser Film ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es ein Giallo ist und ich habe mir den einfach mal für 5 Euro mitgenommen und war einfach mal interessiert an diesem Film. Demnach, also hat auch nur 5 Euro oder 4,50 Euro oder so gekostet.
war sehr günstig auf Amazon zu bekommen. Müsst ihr mal schauen, vielleicht gibt es den da auch noch günstig. Ja, dann das Letzte für heute. Und zwar ein richtiges Prachtstück, muss ich sagen. Ja, das 4K-Steelbook zum Film des Jahres ist angekommen. Und zwar zu Oppenheimer. Also, ja, ich habe den Film im Kino gesehen. Ich werde mir den jetzt die nächsten Tage nochmal zu Hause anschauen. Ja, absolutes Meisterwerk von Christopher Nolan mal wieder. Und ich muss sagen, es ist wirklich wunderschön, diesen Film jetzt im 4K-Steelbook zu haben, weil, Junge, Junge, das war ein Film, ne, im Kino damals. Das war wirklich ein Film. Ja, auf jeden Fall, das 4K-Steelbook zu Oppenheimer hat es auch zu mir geschafft. Und dann bin ich tatsächlich auch damit durch. Also, das war mein Update für diesen Monat. Es war wirklich einiges, wie ihr schon jetzt gemerkt habt. Viele normale Blu-rays, also viele Amarays, ein paar Mediabooks dabei, ein Steelbook. Auf jeden Fall alles bunt gemischt und nächsten Monat, beziehungsweise ja, wenn ihr das Video jetzt seht hier im Dezember, wird es auf jeden Fall auch nochmal knackig. Das weiß ich jetzt schon, es wird nicht günstiger werden. Aber ja, dafür gibt es ja auch Weihnachtsgeld und sowas. Ne? Demnach, ja, hoffe ich, dass euch das ganze Video gefallen hat und dann schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was ihr euch gekauft habt, wenn ihr euch was gekauft habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.